Rovaniemi. Hier am Polarkreis wohnt der Weihnachtsmann. Und zwar ganz offiziell. Inmitten von Schnee, Schlittenhunden, Glitzerlichtern und Geschenken. 1950 besucht Eleanor Roosevelt den kleinen Ort Rovaniemi im finnischen Lappland. Zu Ehren der Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt wird eine Hütte erbaut, in der heute ein Museum untergebracht ist. Ab den 80er Jahren entsteht nach und nach das Santa Claus-Dorf. Ein wahr gewordener Weihnachtstraum für kleine und große Gäste. Jeden Tag können Touristen den Weihnachtsmann in seinem Büro treffen, ihm die Hand schütteln und ein Erinnerungsfoto schießen. Und das tun eine Menge Menschen. Pro Jahr kommen etwa 500.000 Besucher aus aller Welt, sogar im Sommer. Und wer die weite Reise in den hohen Norden nicht schafft, schreibt dem Mann mit dem langen weißen Bart einfach. Im vergangenen Jahr erhielt der Weihnachtsmann mehr als 600.000 Briefe. Doch jetzt wird es Zeit, auf Reisen zu gehen, denn schließlich warten die Kinder in aller Welt auf ihre Geschenke. Merry Christmas, bye bye, bye bye.